Für die Piratenfraktion spricht Herr Kollege Schatz. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, also im Wesentlichen geht es ja, wie Frau Schäfer das schon richtig dargestellt hat, eigentlich nur um zwei Kernpunkte in diesem Gesetzentwurf. Einmal die Videoüberwachung nach 15a sowie natürlich die neu geregelten 20a und 20b. Zunächst mal dann vielleicht zur Videoüberwachung. Ich war jetzt vor, ich glaube, ungefähr zwei Wochen in Düsseldorf und habe mir die Anlage vor Ort angeschaut. Ich kann jetzt mal unabhängig von meiner Besichtigung durchaus sagen, dass mit diesem Instrument generell zwar zumindest zurzeit noch sorgsam umgegangen wird, schon deshalb, weil es halt nur zwei Anlagen gibt und auch zwei andere sogar wieder eingestellt wurden, nachdem festgestellt wurde, dass sie halt nicht notwendig waren. Wovon ich aber trotz meines Besuches vor Ort noch immer nicht zweifellos überzeugt bin, ist die Frage, ob diese Anlagen auch tatsächlich unverzichtbar und absolut notwendig sind. Also sicherlich, ich bin auch der Meinung, solche Anlagen sind, wie im Übrigen alle oder viele Überwachungsmaßnahmen, die jetzt eingeführt wurden, unstreitig hilfreich. Aber sind sie auch so hilfreich, dass sie zum einen die daraus gewonnenen Vorteile nicht auch anders erzielt werden könnten und zum anderen sind sie vor allem auch so hilfreich, dass die Vorteile, die daraus gewonnen werden, die definitiv ebenfalls vorhandenen Nachteile, überhaupt überwiegen. Und genau davon bin ich eben noch nicht überzeugt, schon deshalb auch, weil der Evaluierungsbericht, wie gerade angesprochen, eben nicht unabhängig war, sondern von der Behörde selbst verfasst wurde und zum anderen, weil er halt auch vor lückenhaften und interpretationsfähigen Angaben nur so strotzte. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich auch eindeutig anerkennen, dass, wenn ich mir nicht sicher bin, ich dem anderen dann zunächst die Chance geben muss, mich überzeugen zu können. Diese Chance kann ich Ihnen im Grunde nun geben, aber ausdrücklich nur deshalb, weil Sie halt in diesem Bereich nun unabhängige Evaluierungspflichten eingebaut haben und sich dieses Haus dann zu gegebener Zeit ein neues Bild über die tatsächliche Notwendigkeit dieser Maßnahmen machen kann. Nichtsdestotrotz bleibt noch ein anderer Kernbereich, den man hier nicht unberücksichtigt lassen darf in diesem Gesetzentwurf, der unserer Meinung nach angepasst werden muss. Und das ist natürlich immer noch die Frage des 20a und des 20b. Da insbesondere der Richtervorbehalt. Frau Schäfer hat es gerade gesagt, sie sieht die Eingriffstiefe da nicht so tief, da sind wir halt anderer Meinung, da kann man sicherlich auch anderer Meinung sein. Gerade im Bereich der Bestandsdaten, da gehört unserer Meinung nach definitiv ein Richtervorbehalt rein, wenn auch nachträglich. In der Praxis wird es tatsächlich vermutlich nachträglich sein, das ist aber egal, weil dann zumindest ein Richter drüber geschaut hat. Den Behördenleitervorbehalt, der reicht uns hier nicht. Insbesondere auch aufgrund der IMSI-Catcher, wo ja zwangsläufig auch viele Unbeteiligte betroffen sind, die meisten. Es geht ja in der Regel immer nur um einen, um den es wirklich geht, und hunderte andere, die auch erfasst werden, sind völlig unbeteiligt. So haben es ja auch viele Sachverständige gesehen, und von daher gehört der Richtervorbehalt definitiv da rein. Und das möchte ich auch nochmal betonen, auch Herr Minister Jäger hat ja in seiner heutigen Rede zu unserem PRISM-Antrag ebenfalls deutlich und ausdrücklich zu verstehen gegeben, dass auch er einen Zugriff auf Bestandsdaten nur unter Richtervorbehalt für angemessen hält. Das hat er ja gerade nochmal gesagt. Also von daher fragen wir uns schon, warum dieser nicht von Anfang an im Gesetz vorgesehen war. Der Unterschied ist einfach nur, dieses Gesetz ist jetzt, oder diese Regelung ist jetzt zumindest nicht verfassungswidrig, so wie es zum Beispiel gestern im Bereich des Verfassungsschutzgesetzes war, aus dem ganz einfachen Grunde, weil hier wenigstens die Benachrichtigungspflicht im Nachhinein vernünftig geregelt ist. Das ist etwas, was zum Beispiel im Verfassungsschutzgesetz fehlte. Also wenn Sie denn deswegen unsere Änderungen im Änderungsantrag noch berücksichtigen würden, dann könnten wir diesem Antrag sogar so zustimmen. Wenn nicht, dann müssten wir leider ebenfalls ablehnen. Noch kurz zu unserem Entschließungsantrag. Ja, also Herr Jäger verspricht hier großzügig eine Evaluierung, eine tolle Evaluierung, nur was toll ist, das definiert er dann. Fakt ist ja, dass zum Beispiel bei den Berichten des Verfassungsschutzes, die dem Landtag vorgelegt werden, wenn es da um IMSI-Catcher geht, da fehlen die Betroffenen, da sind sie nicht aufgeführt. Ja, also ob sie dann hier aufgeführt werden, weiß ich halt nicht. Deswegen hätte ich das aufgrund des Entschließungsantrages gerne als bindende Regelung an die Landesregierung mitgegeben. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie diesem Antrag ebenfalls zustimmen könnten. Soweit bedanke ich mich und wünsche noch einen schönen Abend.